Hey Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade im Garten, 10 Meter vorm Teich. Und beim Teich gibt es heute ein bisschen was zu tun. Da nehme ich euch gerne mit und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Zuerst schauen wir uns mal an, wie die Forellen reagieren. Ja, ich denke, man sieht's. Eine Art Begrüßungszeremonie. Die haben noch kein Futter bekommen, springen aber wie wild. Das ist ein perfektes Zeichen. Das Verhalten der Forellen ist nämlich immer ein Spiegel für die Haltungsbedingungen. Es liegt nicht daran, dass sie unheimlich viel Hunger hätten. Doch, den haben sie auch. Die bekommen zwar jeden Tag Futter, aber auch nur einmal am Tag. Aber es zeigt, dass sie doch sehr agil sind. Ja, was ihr vielleicht im Randbereich des Teiches sehen könnt, da hinten, der Wasserstand ist nicht an der Linie, wo er eigentlich sein sollte. Es ist warm, das können wir nicht wegdiskutieren, aber ich habe ein anderes Problem. Dazu nehme ich euch mal mit zum Auslauf. Könnt ihr nicht sehen, ich nehme euch in die Hand. Wartet. Und zwar ist das Problem hier am Auslauf. Ihr seht, es läuft nichts drüber. Aber da unten läuft es. Mein Mönch ist undicht. Und das möchte ich heute mal beheben. Ja, außerdem, ich drehe mal die Runde. Ihr könnt es sehen. Wir haben Algen. Trotz, dass der Teich nach der letzten Abfischaktion komplett gereinigt wurde. Ja, Algen, Algen, Algen. Das ist halt hier mein jährliches Sommerproblem. Aber dagegen habe ich was. Eine Hake mit einem langen Stiel. Man muss halt regelmäßig dabei gehen und die Algen raushaken. Das mache ich immer. Eigentlich jeden Tag suche ich mir eine andere Stelle. Da war ich gestern zum Beispiel in dem Bereich, habe da alles rausgemacht. Aber jeder, der in Mathe aufgepasst hat, als es um das exponentielle Wachstum ging, der weiß auch, wie sich die Algen vermehren. Ja, also da muss man täglich dabei sein. Das sieht immer relativ viel aus hier, aber das sind nur ganz dünne Schleier. Naja, aber den Fischen geht es gut, trotz dass da kaum was kommt. Und naja, hier in den beiden Einläufen sprudelt es ein bisschen mehr. Aber das reicht. Wäre zu wenig Wasser da und wäre auch zu wenig Sauerstoff im Wasser, dann würden sich die Forellen hier unter dem Haupteinlauf aufhalten. Die würden so schwimmen, dass die Rückenflossen schon rausschauen und würden in so eine Art Notatmung übergehen, wo sie dann auch mal an der frischen Luft Sauerstoff versuchen aufzunehmen. Dann ist natürlich allerhöchste Eile geboten, hier irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. So, es wird windig, das heißt, ihr könnt nicht mehr so viel verstehen. Ich mache jetzt mal eben das hier vorne auf und dann wird nachgestopft. Ich habe hier bei dem Mönch, bei dem Stauwerk einen zweischaligen Aufbau. Das heißt, einmal vorne eine Lagebretter und weiter hinten nochmal eine Lagebretter. Dazwischen ist ungefähr so 5-6 cm Platz. Und in diesen Zwischenraum packe ich Sägemehl rein. Das Sägemehl quillt auf und dadurch soll sich das Bauwerk selber abdichten. Aber irgendwo im unteren Bereich habe ich ein Löchchen.
Und deswegen müssen wir mal irgendwie nachstopfen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber Versuch macht klug. So, wir werfen noch mal einen Blick in den Mönch rein. Da unten links könnt ihr sehen, da tropft es noch etwas. Das ist auch der Grund, warum ich das Holz hier vorne gerade in die Ecke reingestellt habe. Denn ich verspreche mir davon, dass dieser Wasserstrahl, der da vormals rauskam, jetzt so ein bisschen abgeschwächt wird. Ich habe das Sägemehl richtig da drin verdichtet und da sollte sich jetzt einfach davor setzen, oder beziehungsweise das Sägemehl, was da ist, quillt jetzt auf und sollte jetzt den Durchfluss so ein bisschen stoppen. So meine Theorie. Scheinbar funktioniert es, denn es wird zunehmend weniger mit dem Dröppeln. Okay, kann ich das wieder zusammenbauen?
Ja, was man jetzt vielleicht wunderbar nicht sehen kann, vielleicht aber doch, und zwar die linke Teichhälfte. Ja, ein paar Forellen sind da, aber das Wasser ist jetzt auf dieser Seite trüb durch das Rausziehen der Algen. Und im Grunde ziehen sich die Forellen dann lieber in die rechte Hälfte zurück. Ja, da könnt ihr sie sehen, der Hauptschwarm ist hier. Und so mache ich das immer abwechselnd, dass immer nur ein Bereich des Teiches trüb wird. Und das bleibt tatsächlich hier mehr auf dieser Seite, diese Trübung. Also die Strömung ist im Sommer oder bei diesem wenigen Wasserzulauf eigentlich so gering, dass sich das nicht auf den ganzen Teich auswirkt. Deswegen mache ich das immer nur so partiell. Genau. Der Ablauf dürfte jetzt dicht sein. Hoffe ich zumindest. Ich habe meinen Safety Stick nochmal hier vorgekloppt. Ja. Könnt ihr das sehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es sehen. So ein bisschen sifft es noch an der Seite durch, aber auf jeden Fall kein Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Das heißt, ich werde das die nächsten Tage mal beobachten und schauen, ob der Wasserstand steigt. Was ich natürlich hoffe. Ansonsten weiß ich ja jetzt, wie es möglicherweise gehen könnte, denn ich hatte das tatsächlich noch nie, dass ich im Vollstau diese Sägemehlschicht da zwischen den Wänden irgendwie erneuern musste. Irgendwann ist für alles mal Premiere, ist also nur ein Versuch. Okay, können wir das hier so lassen für heute. Ja, ihr seht hier überall die Algen, also das geht mir echt am Zünder. Vielleicht muss ich das mal probieren. Das kam irgendwann mal in einem Kommentar unter dem Video, den Einlauf irgendwie über ein Kupferblech zu leiten. Dann würde das Thema der Vergangenheit angehören. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Na, was meint ihr? Hat da eine Erfahrung mit? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wäre interessant, ob das eine Einzelmeinung ist oder ob da andere auch schon mal eine Lösung drin gesehen haben für sich. So, ich habe jetzt gerade mal überschlagen. Es ist im Moment so, dass ich ungefähr dreifachen bis vierfachen Wasseraustausch pro Tag habe. Das geht jetzt ganz einfach mit der Armbanduhr und mit der Stauhöhe. Da kann man das nämlich wunderbar sehen. Ja, einfach gucken, wie viel staut sich im Moment der Teich pro Minute oder pro Viertelstunde auf. Und dann kann man es hochrechnen. Naja, hier läuft wieder alles. Hoffe ich zumindest. Ich werde es die nächsten Tage im Auge behalten. Das Wasser kann sich jetzt wieder regenerieren. Das heißt, das Sediment setzt sich ab. Und dann haben die Forellen auch weniger Belastung, was Schmutz im Wasser angeht. Naja, und diese ganzen Relikte hier vom Sägemehl, die wird es auch noch rausspülen. Also alles in Ordnung. In diesem Sinne, liebe Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit irgendeinem Schrauberprojekt. Diesmal was ganz anderes, was ganz Alltägliches, was der Stefan auch noch so zu tun hat. Also, bis demnächst, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.